Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge Snowbit, der Versuch Nummer 4, dieses Video zu machen, weil beim letzten Versuch habe ich mich irgendwie verschluckt und dann ging ein Wort nicht mehr raus aus meinem Mund. Das war sehr interessant. Wie immer gilt, wenn es euch gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben, aber da unterstützt den ganzen Bums hier, das wird mich sehr freuen, dem Kanal sehr helfen. Und heute reden wir wieder über Nintendo Switch 2, die immer noch in den Gerüchten ganz, ganz groß dabei ist. Und es gibt auch neue Gerüchte von Special Nick vom Xbox Era Podcast. Der hat dann nämlich geäußert, dass es zwei Modelle geben soll. Das wussten wir auch schon vorher, da gab es auch andere Gerüchte drüber. Aber bei ihm ging es um die Abwärtskompatibilität und deshalb schlägt es doch gerade hohe Wellen. Denn er sagt, dass die Abwärtskompatibilität zur Switch 1 nur bei dem Modell gegeben ist, das über einen Modulschacht verfügt, sprich das teurere Modell. Ich glaube, 50 Euro teurer soll es sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein blöder Modulschacht so viel kostet. Aber gut, Nintendo was verdienen. Wir kennen die Regel bei Nintendo, wir verkaufen nichts, ohne damit Gewinn zu machen. Sprich, sie subventionieren ihre Konsolen nicht. Das machen ja Sony und Microsoft, deswegen können die Preise setzen, die sie aktuell haben. Ansonsten wären die Teile viel, viel teurer. Aber dadurch verdienen sie halt auch erstmal nichts an diesen Kisten. Ich glaube, 2-3 Jahre lang, dann fängt das an langsam an. Nintendo ist ja eben anders, die verkaufen gleich mit Gewinn. Das mag man jetzt kritisieren, man mag sich sagen, die Switch könnte deutlich günstiger sein, wenn subventioniert worden wäre oder man es jetzt tun würde, aber ist halt nicht die Philosophie. Da sitzen nun mal knallharte Geschäftsmänner gerade in der Führungsetage und die wollen eben Geld sehen. Ne? Und deswegen sage ich auch ganz klar, macht das hier durchaus Sinn und zwar aus einem einfachen Grund. Nintendo hat es in dieser Generation lernen müssen, wie es ist, wenn einem die großen eigenen Spiele immer schon früh geleakt werden. Aktuelles Beispiel Super Mario Bros. Wonder. Da meint auch irgend so ein lustiges Arschloch, ey, weißt du was, ich gebe das Spiel jetzt mal viel früher raus. Oder aber es war einer von den Zwischenlagern. Der Lieferweg ist ja so, von der Firma, wo die ganzen Module gemacht werden, kommen die ja erstmal an die erste Station, dann an die zweite Station, dann erst an die Händler. Die sind ja wirklich die letzte Position. Und zwischendurch kann es immer passieren, dass jemand denkt, ey, ich bin witzig, ich reiß mal so einen Karton auf und klaue mir da so ein Spiel raus. Schon hast du das Ding geleakt. Das kann man nicht überwachen. Das ist unmöglich. Außer man weiß ganz genau, wie viele Einheiten man in einem Karton hat und weist dann die Händler darauf hin, guckt da mal nach, was ihr bekommen solltet, ob es alles wirklich da war. Auch das wird wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren. Kann aber sein, dass man das intern probiert, aber die Erfolgschance sehe ich da ehrlich gesagt nicht so gegeben. Jedenfalls, wenn Nintendo jetzt sagt, wir gehen auf digital only, dann wäre das eine logische Reaktion auf eben diese Dinge, denn man möchte als Entwickler und als Publisher nicht um seinen verdienten Lohn gebracht werden, sprich um die freudigen Gesichter der Spieler, wenn sie das Spiel nach langem Warten endlich in Händen halten und vor allem blind die Spieler erfahren können. Es geht mir ja persönlich schon auf den Sack, wenn Let's Player, nehmen wir mal Nintendo als Beispiel, schon ein Spiel 3-4 Tage vorher anfangen hochzuladen, da geht mir schon die Hutschnur hoch, weil ich mir denke, das muss doch nicht sein, es gibt nicht umsonst Release-Daten, du spoilerst dir gerade massiv und findest dich auch noch lustig dabei. Das geht mir auf den Keks. Ich könnte das auch. Ich kann auch schon früher an ein Spiel rankommen, wenn ich möchte. Ich finde es aber assi den Mittlern gegenüber und den anderen Spielern. Tut mir leid, das ist meine Meinung. Und deswegen, ja, das macht schon Sinn, was hier steht. Wäre es aus Kundensicht unfreundlich, wenn man jetzt sagt, die digitale Variante kann nicht abwärtskompatibel sein? Ja, wie wolltet ihr das denn machen? Wie wolltet ihr denn der digitalen Switch beibringen, dass ihr eine physische Sammlung habt? Klar, mit Download-Spielen, sage ich ganz klar, die werden auch weiterhin abwärtskompatibel sein, weil warum sollte Nintendo das abstellen? Das wäre ja Blödsinn. Die Spiele sind ja eh auf dem Server, die sind eh angepasst, also kannst du auch weiter digital verkaufen und runterladen lassen. Das wäre ja völliger Schwachsinn, das nicht mehr zu machen. Also ich glaube nur, dass es hier um die physischen Fassungen geht und das wäre sinnvoll und auch nicht anders machbar, weil wie willst du dem denn beibringen, dem System, ich besitze dieses Spiel? Versuch das mal bei der Xbox Series S, das geht auch nicht. Ich meine, du könntest dieses System machen, dass du den Code von hinten in die IBAN da eingeben musst. Aber das kannst du ja auch nicht nachprüfen, ob du es wirklich besitzt. Du kannst ja einfach von einem Kumpel den Spiel ausleihen mit einer Hülle oder gehst in den Laden und tippst da kurz was ab. Dann denkt das System, dir gehört das Spiel, weil wie soll das System denn nachweisen, das ist in dem Laden oder das gehört nicht, das ist ja unmöglich, das geht ja nicht. Das würde ja nur abtasten, okay, das ist der und der Code, das ist das Spiel.
Also gebe ich es jetzt frei. Wäre ja Blödsinn. Entsprechend, ja, das wäre ärgerlich, aber da muss man halt zur teureren Variante greifen. Und ich finde, das ist ein sehr vernünftiger Move von Nintendo eben auch, um diesen Leakern entgegenzutreten. Wenn Switch 2 Spiele nur noch digital verfügbar wären, ist das für den Retail-Markt natürlich eine Katastrophe. Machen wir uns nichts vor. Und auch für den Gebrauchtmarkt eine Katastrophe. Aber es wäre nachvollziehbar. Ich bleib dabei. Denn wenn dir ein-, zweimal ein Spiel geleakt wird, dann sagst du dir noch, okay, scheiße gelaufen, suchen wir die Schwachstelle, dichten wir ab, passt schon. Wenn es aber ständig passiert, dann wird dir irgendwann die Krampe platzen. Und dann wirst du dir sagen, ey, sorry, das machen wir nicht mehr mit. Das wollen wir nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum das bei Nintendo-Spielen so gang und gäbe ist, weil bei der Xbox, so gut, da kommt ja selten was raus, was sich lohnt. Also, aber auch bei den ach so tollen PlayStation-Exclusives kommt das relativ selten vor. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich bin natürlich dauernd auf PlayStation-Seiten unterwegs, vielleicht kommt es da genauso häufig vor, aber in meiner Wahrnehmung ist es eben nicht so häufig der Fall bei Nintendo. Und es ist schon auffällig. Aber warten wir es mal ab. Ich persönlich glaube, ja, das ist durchaus plausibel, das macht Sinn. Ich würde es wahrscheinlich ganz genauso machen, sage ich euch ganz ehrlich. Und es spricht ja auch nichts dagegen, zwei Modelle zu haben. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn die Switch 2 wieder ein Handheld wird, ich weigere mich, Hybrid zu sagen, weil es kein Hybrid ist, das ist Marketing-Schwachsinn. Wenn sie wieder ein Handheld ist, dann macht es eigentlich keinen Sinn, physisch zu sein von den Spielen her, weil du kannst deine Sammlung eh nicht mitnehmen, wenn du unterwegs bist. Was willst du dabei haben, wenn du mal 30, 40 Spiele hast, einen riesigen Koffer? Das macht keinen Sinn. Das macht auch kein Mensch. Bringst du dir, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Spiele mit, die gerade so in eine Tasche passen. Ich glaube, in meine Switch-Tasche passen 8 Spiele. Und selbst davon spiele ich dann maximal eins. Nämlich, dass es eh schon drin ist, wenn ich zu faul bin, das Modul zu wechseln. Bin ich ganz ehrlich. Also, ich sehe bei einem mobilen System einfach keinen großen Sinn in physischen Spielen. Collectors Editions, ja, aber das ist was anderes. Da ist ja meistens das Spiel eh nicht mehr dabei heutzutage. Das ist meistens dann die Figur und ein Artbook und eine CD und Sticker, Poster, bla. Aber das Spiel ist da maximal als Downloadcode dabei. Was ich auch vollkommen okay finde. Wer diese Goodies haben will, der kann die so bekommen. Aber dass das Spiel selber nur digital dabei ist, ist absolut nachvollziehbar für mich. Also du hast eh schon einen riesen Value da, einen riesen Kostenfaktor auch in der Herstellung. Du musst ja die ganze Scheiße erstmal produzieren. Gerade diese Figuren. Dann noch das Spiel dabei packen? Ja, dann wird es eventuell so teuer, dass es keiner mehr kauft. Elden Ring, ich wollte die Elden Ring Collector Edition haben, weil ich die Figur haben wollte von, wie hieß sie nochmal? Die Blade of Miquella. Ich komme mal auf den Namen nicht mehr, verdammt. Malenia. Aber ich habe sie nicht bekommen. Weil die halt einfach nur in begrenzter Stückzahl gemacht wurden, weil es sonst zu teuer geworden wäre. Dafür habe ich dir aber die Sword Art Online Hollow Realization Collector's Edition. Ja, anderes Thema, die war damals besser verfügbar. Nee, aber ich könnte es nachvollziehen, dabei bleibe ich, wenn sie es digital only machen. Ich finde, dieses Gerücht hier ist wahrscheinlich das Glaubwürdigste, was wir bislang, oder eins der Glaubwürdigsten, die bislang bekommen haben. Wie seht ihr das? Schreibt es mir in den Kommentaren, mich sehr interessieren. Und das war jetzt ein sehr spontanes Video, deswegen auch so viele Aufnahmenversuche. Ich will jetzt irgendwas trinken, dass der Hals wieder nass wird. Ich krieg gerade echt Fussel im Mund und weiß nicht warum. Und es ist ja ekelhaft. Und wir hören uns am nächsten Video wieder. In dem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Unterstützt den Kanal, würde mich sehr freuen. Euer Schraubse, bis zum nächsten Mal. Ciao.